Hallo und herzlich willkommen bei Iris und Uwes Womo-Welt. Ich bin mal wieder alleine unterwegs und zwar für mehrere Tage. Und diesmal bin ich nicht mit unserem Prinz unterwegs, sondern mit einer Prinzessin. Bei der Prinzessin, da handelt es sich um einen Malibu Van 45 dB. Dieses Modell wollte ich schon ewig ausprobieren und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe von Carthago City das Wohnmobil zur Verfügung gestellt bekommen. Ich werde das Wohnmobil ausgiebig testen und euch natürlich da mitnehmen, euch Informationen geben. Und ja, die Besonderheit dieses Wohnmobils ist eigentlich, dass die Prinzessin ein Hybrid-Aufstelldach hat. Und da freue ich mich natürlich tierisch drauf, da oben auch zu schlafen. Out here on the street, I'm losing my way. You've gotten to me, and that's my mistake. Some might say, I can't get too far. Was ich außerdem machen möchte, da ich ja mehrere Tage unterwegs bin, möchte ich jetzt keinen Urlaub nehmen, aber es gibt ja die Möglichkeit, mal das Business Camping auszuprobieren und auch das möchte ich jetzt hier mal nutzen. Also ihr seht, ich bin hier ganz vielseitig unterwegs, seid gespannt, ich freue mich drauf. Das Business Camping, das hat jetzt wirklich gut geklappt und hat richtig Spaß gemacht, hier im Wohnmobil zu sitzen. Also das war echt klasse, mal eine ganz neue Erfahrung. Jetzt habe ich auch Wochenende und habe mir jetzt was zum Essen noch gemacht. Und nach dem Essen werde ich hier zusammenpacken, muss noch was einkaufen gehen, denn ich treffe mich am Wochenende mit einer Freundin auf dem Campingplatz. Bevor ich aber losfahre, werde ich hier ein bisschen aufräumen und dann werde ich mit euch hier eine Roomtour machen. Die Prinzessin ist schick und wir beginnen mit unserer Roomtour. Ich sitze hier an der Dinette und da ist schon die erste Besonderheit ganz klar. Wir haben hier ein 5,40 Meter Fahrzeug und da muss man natürlich auch an Länge einsparen. Eingespart hat man hier schon mal an der Dinette und zwar an der Tischbreite. Dieser Tisch ist, ich habe extra einen Zentimeter mir mitgenommen, dieser Tisch ist 48 cm tief. Ich habe jetzt alleine hier gesessen und ich fand es sehr ausreichend. Also für mich alleine hat es super geklappt. Ich bin mal gespannt, wenn man zu zweit da sitzt. Das probieren wir ja auch noch aus, wie das dann funktioniert. Unser Problem, was wir immer gesehen hatten, also Uwe und ich hatten uns den 45er auch mal auf der Messe angeguckt und wir haben gesagt, ja, wir kriegen da die Füße gar nicht rein am Tischbein, das ist alles viel zu eng.
diese Aussage muss ich revidieren. Ja, das ist eng, aber man kann ja den Tisch verschieben. Und das zeige ich euch jetzt. Also wenn ich hier den Tisch ein bisschen anhebe, dann kann ich den hier hin und her schieben. Und so kann ich natürlich auch das Tischbein verstellen. Also es ist klar, wenn ich jetzt den Tisch hier zu weit an der Bank habe, dann komme ich natürlich hier mit den Beinen nicht mehr rein. Aber ich kann den Tisch ja verschieben und somit kommt man ganz locker hier durch. Die Prinzessin hier, die hat die Außenfarbe Eisengrau Metallic und die Wohnwelt hier ist Sherry Style, also das sieht man hier, zeige ich euch auch gleich nochmal. Und die Wohnwelt, das ist London. Und weiter geht's. Über der Dinette haben wir zwei große Schränke, also da kriegt man alles unter. Und man hat hier auch nochmal zwei Regalböde. Finde ich auch nicht schlecht, da kann man auch mal Handy ablegen oder die Brille oder sowas. Und dann hat man über dem Fahrerhaus auch nochmal ein großes Fach. Und hier drin, in dem Fach, da ist jetzt die Leiter für das Aufstelldach. Das habe ich jetzt zu. Ich würde es jetzt auch noch zulassen, weil es regnet und ich fahre ja nachher gleich weg und das zeige ich euch dann später. Unter der Bank, da haben wir noch einen großen Vorratsauszug. Also ich denke, dass man hier auch gut noch ein paar Lebensmittel unterbringt. Man hat hier so eine Schräge drin, diesen Platz hat man aber hier aussparen müssen, weil das sehen wir nachher, weil man die Toilette nämlich reinschieben kann. Ansonsten hat man unter der Bank keinen weiteren Stauraum. Aber was wir hier haben, wir haben hier eine USB-Steckdose. Wir bleiben noch bei der Dinette, denn hier am Boden gibt es ein großes Staufach. Das finde ich richtig klasse. Das ist auch viel größer wie das, was wir in unserem Prinz im 600er DB haben. Und da habe ich jetzt ziemlich viel Schuhe dabei. Jetzt sind wir an der Küche. Wir haben einen 84 Liter Kompressor-Kühlschrank. Oben haben wir noch ein großes Eisfach. Und innen drin haben wir ein paar Fächer, unten noch eine Gemüseschale und an der Tür habe ich noch ein Säckle mit fürs Wochenende. Und links haben wir drei Schubladen. Wir haben auch hier wieder die altbewährte Küchenzeileverlängerung, die hier bündig abschließt. Und wie gesagt, ich finde sie absolut genial. Die ist sehr hochwertig und man hat wirklich somit auch große Arbeitsfläche in der Küche. Man hat hier auch ein großes Waschbecken. Auch hier wieder Schneidebrett. Hier hätte ich schon eine ganz kleine Kritik. Und zwar, wenn das andersrum wäre, dass man quasi das Schneidebrett hier rein macht, dann könnte man hier schneiden, arbeiten und noch das Wasser betätige. Und dann haben wir hier ein Zweiflamme-Gasherd, eine Abtrennung zur Liegefläche. Wir haben hier so einen kleinen Korb, da habe ich jetzt die Küchenrolle drin und habe den Spüllappen. Hier oben hat man ein großes Fach und das habe ich schon gemerkt, weil ich habe ja unseren Prinz ausgeräumt und habe gemerkt, dass das Fach hier oben größer ist als das, was wir in unserem Prinz haben. Ja, dann kommen wir mal zu den Schubladen. Da haben wir hier oben eine Besteckschublade. Wir haben hier natürlich auch Softclothes-Auszug. Wir kommen zum Badezimmer und was da jetzt gleich auf Anhieb auffällt, ist, da ist gar keine Tür drin. Auch kein Vorhang. Aber es ist halt eine Duschkabine da. Im Prinzip genau das, was Uwe und ich in unserem Prinz entfernt haben. Die Tür, die habe sie hier schon mal gleich weglassen. So, also, wir haben einen großen Spiegelschrank. Da kriegt man also wirklich alles unter, was man braucht. Das ist wirklich super.
Wir haben kein Dachfenster. Das ist natürlich dem geschuldet, weil wir ein Aufstelldach haben. Und auch sonst kein Fenster im Bad. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Nachteil, dass man hier kein Fenster hat. Dann haben wir aber ein Klappwaschbecken. Und das Klappwaschbecken, das fand ich immer ganz toll. Und ich habe es ja jetzt auch schon ausprobiert. Und ich kam mit dem Waschbecken richtig gut klar. Und es ist so groß, da versappert man nichts. Also das ist wirklich klasse. Und wenn man es nicht mehr braucht, klappt man es einfach wieder ein. Und jetzt sieht man hier die Toilette hier drehen. Und dann kann man die nämlich nach hinten schwenken, indem man hier unten auf so ein Pedal tritt. Und dann kann man die hinten reinschwenken. Und dann hat man natürlich hier ein größeres Bad erstmal. Und dann ist das ja auch die Dusche. Und wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Also wir haben hier am Boden so ein Brett. Das machen wir jetzt erstmal weg. Und dann kann man hier die Duschkabine, die ist hier arretiert. So, dann geht es erstmal hier hinterrum. So. Und hier hin. Wunderbar. Und dann einfach zumachen. Und was man hier jetzt aussieht, da ist hier ein Unterschied. Ich glaube immer weiter hoch, genau. Man sieht, hier ist nämlich so Milchglas und hier oben ist durchsichtig. Das heißt, man hat hier auch einen Sichtschutz, wenn man auf Toilette geht. Wenn man auf Toilette ist, dann muss man auch nicht die komplette Kabine zumachen, sondern da hat man auch die Möglichkeit, nur die vordere Tür zuzuschieben. Wir haben hier auch noch eine Dusche. Die werde ich auch noch ausprobieren. Also ich werde hier alles testen, wie das funktioniert. Aber was man schon sagen kann, man hat nach oben wirklich viel Platz, obwohl man hier kein Fenster hat. Ich messe es mal spaßeshalber ab, weil ich bin ja jetzt nicht die Größte mit meiner 1,68. Also wir haben hier 1,87. 1,87 Meter. Da wird sogar der Uwe reinpassen. Der hat 1,83. Cool. Und so sieht es dann aus, wenn das Brett dann drin liegt. Da kann man da draufstehen. Was ich so ein bisschen vermisse, ist tatsächlich eine Halterung fürs Toilettenpapier. Und was mir hier auch auffällt, das sind hier oben, haben wir ja drei Lichter. Die sind aber relativ dunkel. Da würde ich mir auf jeden Fall ein extra Licht noch irgendwie einbauen. Und vom Bad geht es jetzt direkt ins Schlafzimmer. Wir haben hier im 45er haben wir ein Lowbed. Das heißt, das Bett ist ähnlich hoch, wie man es zu Hause hat. Und man hat eine bequeme Einstiegshöhe. Man muss nicht hochkraxeln. Man hat hier 1,41 Meter oder 1,40 Meter Bett. Und da habe ich heute Nacht geschlafen und ich habe echt geschlafen wie ein Murmeltier. Wir haben hinter zwei Fenster und am Kopfteil, da hat man viel Platz. Und ich fand es genial, weil ich habe mich heute einmal dahin gesetzt und habe nämlich ein bisschen was gelesen. Und das finde ich toll. Das können wir jetzt zum Beispiel nicht machen. Wir können uns nicht im Bett reinsetzen und lesen. Und das kann man hier total bequem machen. Wir haben überm Bett dann diese Dachschränke. Wir haben an den Ecken hinter haben wir schöne Ablagefächer. Da haben wir hier auch nochmal ein großes Fach. Hier am Fußteil haben wir einen größeren Schrank. Und der eine Schrank hier, da sind ganz viele Fächer drin. Also man sieht es, man hat Unmenge an Platz hier. Und man hat hier einen kleinen Kleiderschrank mit Kleiderstange. Und jetzt haltet euch fest, was es hier auch noch gibt. Hier haben wir eine USB-Steckdose
Und über dem Kopfteil haben wir auch noch eine USB-Steckdose. Das heißt, wir haben hier im Wohnmobil 3 USB-Steckdosen. 2 hinter dem Bett und eine unter der Dinette. Das ist der Knaller. Das ist echt der Knaller. Nee, das ist kein Knaller, das ist revolutionär. Ja, und zur Technik. Hier haben wir das Truma-Panel, wo man die Heizung, warm Wasser und so weiter alles einschalten kann und es regeln kann. Und daneben haben wir auch so ein Bedienpanel, wo man auch sieht, wie viel Wasser ist noch drin. Dann Batteriestand wird angezeigt. Ich hänge hier am Strom, das sieht man hier. Ja, jetzt hoffe ich, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, das Aufstelldach, das zeige ich euch separat. Was man noch sagen muss, durch das, dass man hier ja durch das Aufstelldach keine Hekis hat, ist auch relativ dunkel. Also ich habe jetzt hier nie das Licht aus. Ich habe immer die Lichter an, weil mir es dann einfach zu dunkel wäre. Ich denke, das wird sich ändern, wenn ich das Aufstelldach hochmache, weil da haben wir ja auch die Möglichkeit aufzumachen und da kriegt man auch einen Lichteinfall und dann wird es ein bisschen besser werden mit der Helligkeit. Jetzt werde ich einpacken und dann werde ich losfahren. Ich muss noch einkaufen gehen und dann fahre ich nach Rottenburg zum Campingplatz. Ich stehe jetzt hier bei Edeka auf dem Parkplatz und das sind ganz normale PKW-Parkplätze, also die sind nicht größer und guckt, der 540er optimal. Der passt super auf den Parkplatz, steht nicht drüber, also auch ein weiterer Vorteil. Ich bin am Campingplatz in Rottenburg angekommen, habe meinen Platz schon eingenommen. Jetzt mache ich es mir ein bisschen gemütlich. Vor allen Dingen mache ich jetzt mal das Aufstelldach auf, richte mich da oben mal ein bisschen ein. So, also als allererstes muss man hier diese ganzen Mechanismen, die es da gibt, erstmal alle aufmachen. Und hier, das ist so ein Haken und es ist ziemlich straff, also, aber da gucken wir, dass wir das aufkriegen. Also das habe ich jetzt einfach mal aufgemacht. Dann auch hier diese ganze Klettverschlüsse natürlich auf. So, und hier auf der Seite im Prinzip das Gleiche. Und dann geht es auf. Und da noch ein bisschen drehen. So, und dann haben wir es schon entriegelt. Und jetzt geht es ganz einfach. Jetzt muss man es eigentlich nur ganz leicht nach oben. Und dann geht es von ganz alleine auf. Cool, oder? So, die Leiter, die war ja hier drin. Aber die müssen wir erstmal zusammenbauen. Kein Problem, das steckt man eigentlich nur zusammen. Also ganz, ganz easy. Und jetzt muss man das, und jetzt gibt es da die 2 Haken, und da muss man die jetzt halt gut einhaken. So, und unten muss die auch sicher stehen. Ja, und dann kann man die Leiter, ja, ich würde sie aber wegräumen, sonst steht die im Weg.
Jetzt richte ich erstmal mein Bett und dann tue ich sie wieder weg. Okay. Ah, da ist noch die Folie drauf. Aber die darf ich sicher wegmachen. Ist ja alles noch ganz neu. Ja, perfekt. Da gibt es auch noch ein Licht. Aha, perfekt. Ja, und jetzt kommt das mit der Helligkeit. Jetzt gucken wir mal, was das ausmacht. Naja, das ist schon ein großer Unterschied. Auf der anderen Seite auch noch. So. Zwar machen wir hier auch noch auf. Ach, und da ist jetzt ganz auf. Okay, also da ist jetzt ein Fliegergitter. Skyview. Und das hier ist auch ein Fliegergitter. Also eigentlich ist nur das linke Fenster mit so Folie, also dass es halt nicht durchzieht. Und die anderen, die sind wirklich Lüftungsfenster. Und wisst ihr, was der Oberknaller jetzt wieder hier oben ist? Ich habe hier oben nochmal eine USB-Steckdose. Und das hier ist ja auch ganz cool. Anstatt eines Lattenrostes kann man hier sich einfach so eine Matte reinlegen. Die ist ganz leicht. Und da bin ich ja unser gepolstert. Das ist so Wabe. Und da bin ich mal echt gespannt, wie ich da drauf schlafe, weil es ist ja kein richtiger Lattenrost. Aber genau, und das hier, dieser Schutz für die Einstiegsluke. Alles eingerichtet. Und so sieht es dann aus hier oben. Was gibt es noch außer zu sagen? Also Länge 5,40 Meter. Wir gucken uns aber mal noch den Kofferraum an, weil der ist ja doch relativ klein wegen dem Lowbed. Also hier im Kofferraum, ja, da passen schon Stühle und ein Tisch, wenn man sie reinlegt, rein. Aber so viel mehr geht nicht. Oder man nimmt dieses Klappset mit. Ich glaube, das wäre dann hier für den Van geschickter. Ich habe jetzt eine große Kiste da drin und dahinter steht noch ein Karton, meine Wanderschuhe, damit man ein bisschen sieht, wie so die Maße sind. Wir haben hier als Gas Hammer 2x5 Kilo. Und hier im Außenbereich haben wir die Serviceklappe für die Toilette. Das sieht man jetzt auch hier im Badezimmer, dass die Toilette reingeschoben ist. Die muss man dann natürlich rausschieben, sodass man dann zur Toilette kommt. Ja, am Campingplatz angekommen, habt ihr ja gesehen, habe ich es mir jetzt hier gemütlich gemacht, weil es ist jetzt doch schon relativ schnell kalt geworden. Und man merkt jetzt auch, wenn man hier sitzt und oben ist das Aufstelldach auf, ich habe jetzt alles zugemacht oben, aber es zieht rein. Also das habe ich jetzt schon gemerkt, dass wenn man hier sitzt, dann kommt immer so ein Luftzug von oben. Da muss ich mal gucken. Also da würde es sich vielleicht anbieten, dass man das Aufstelldach tatsächlich erst hoch macht, wenn man ins Bett geht. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich habe ja für heute Abend noch eine alternative Sitzmöglichkeit und das probiere ich nachher mal aus, weil heute mache ich es mir dann noch mal ein bisschen gemütlich, bevor dann morgen meine Freundin kommt. Jetzt vesper ich hier ein bisschen, schneid nebenher schon mal Filmchen. Ja, und so verbringt man dann den Abend, aber nachher gucke ich mir auf jeden Fall noch ein Filmchen an. Sie sind eine der wenigen weiblichen Führungskräfte, die nicht in der Beauty- oder Wellnessbranche arbeitet. Wieso glauben Sie, dass Ihnen gelingt, woran so viele Frauen gescheitert sind?
Guten Morgen. Kurzes Fazit über meine Nacht im Aufstelldach. Positiv war, ich habe auf dieser Matratze mit dieser Wabenunterlage eigentlich wirklich sehr gut gelegen. Was weniger gut war, wir haben jetzt Ende März, wir haben noch nachts so um den Gefrierpunkt und das war da oben richtig, richtig kalt. Also ich werde jetzt nicht nochmal eine Nacht oben schlafen, das war mir zu kalt. Und ich lieb's eigentlich kalt, aber das war too much. Und ich glaube, wenn man da wirklich sich so ein Aufstelldach nimmt und auch das übers Jahr hinweg unterwegs ist, auch bei Minustemperaturen, dann macht es wirklich Sinn, so ein dicker Thermoschlafsack, wo wirklich auch für solche Minustemperaturen geeignet ist. Und dann ist das da oben echt super. Ich habe ja heute Morgen dann auch die Dusche ausprobiert und da war ich wirklich sehr gespannt drauf, weil es ist wirklich ein kleines Bad, ganz klar. Und da war ich aber echt positiv überrascht. Das Bad reicht völlig aus zum Duschen. Man hat nach oben genug Platz und die Duschbrause, die ist so geschickt angebracht an der Seite, dass man wirklich diesen ganzen Platzbedarf im Bad auch nutzen kann. Jetzt trinke ich erstmal meinen Kaffee, werde noch eine Kleinigkeit frühstücken und dann kommt auch schon meine Freundin, die Helena. Und da freue ich mich riesig drauf. Da kommt sie, die Helena. Die hat ein bisschen ein größeres Gefährt. Aber sie ist auch allein unterwegs. Die Helena ist gut am Campingplatz angekommen. Und wir haben dann das kurze Zeitfenster der Sonne genossen und sind sogar ein bisschen draußen gesessen. Und dann kam der Sturm. Der war richtig heftig und da haben wir uns in Helenas Wohnmobil verkrochen. Am Abend haben wir gesagt, wir möchten was kochen und das wollte ich hier ausprobieren, ob das überhaupt möglich ist, zu zweit hier zu kochen. Und es hat wirklich sehr gut geklappt. Aufgrund der erweiterbaren Arbeitsfläche hier in der Kompaktküche war das überhaupt kein Problem, hier zu zweit zu stehen und zu werkeln. Also auch das hat sehr gut funktioniert. Wir haben danach dann auch gegessen, sind hier am Tisch gesessen und ich wollte ja wissen, wie funktioniert es, geht es überhaupt zu zweit an diesem Tisch zu essen. Und es funktioniert sehr gut, die Teller haben gut Platz, aber klar, man muss natürlich wissen, es handelt sich hier um ein Kompaktmodell, da ist alles etwas kleiner. Man sitzt doch sehr, sehr eng zusammen, ist ein bisschen kuschelig. Wir hatten kein Problem damit, denn wir mögen uns, aber vielleicht möchte manche Leute dann doch nicht ganz so eng aneinander sitzen. Wir haben am nächsten Tag eine schöne Wanderung unternommen. Da sind wir losgelaufen und das Wetter hat es nicht so gut mit uns gemeint, aber egal. Unser Ziel war die Weilerburg. Die Weilerburg gehörte dem Grafen von Hohenberg und wurde im Jahr 1407 zerstört. Und im Jahr 1873/74 wurde dafür ein Aussichtsturm errichtet. Ich habe dann auch mal die Drohne rausgeholt, als der Regen ein bisschen nachgelassen hatte und habe ein paar kleine Drohnenaufnahmen gemacht, wie wir gelaufen sind. Ja, und dann hat es aber leider wieder angefangen zu regnen und ich musste die Drohne leider wieder einpacken. Die Wanderung hat uns richtig gut gefallen und die war auch ein schöner Abschluss unseres Wochenendes hier im Paul-Walter-Campingplatz in Rottenburg. Mein Fazit zum Malibu Van 45 dB. Ich habe das Fahrzeug ja jetzt wirklich 4 Tage ausprobieren dürfen. Zuallererst 45, Kompaktmodell, tolles Fahrverhalten, es ist ein kleines Auto, man könnte es sogar als Alltagsauto verwenden. Das war richtig gut, auch das mit zum Fahren war er super, er ist wendig und sogar beim Einparken im Supermarkt hat man keine Probleme gehabt, auf einem normalen PKW-Stellplatz zu stehen. Ich habe ja auch Business Camping gemacht und das fand ich auch für mich total spannend, weil ich das noch nie gemacht habe. Aber das war super, du hast hier drin wirklich deine Ruhe, du konntest wirklich konzentriert arbeiten. Also das war richtig gut und das könnte man tatsächlich vorstellen, das vielleicht auch mal öfters zu machen, weil ich auch beruflich viel unterwegs bin zum Innenraum. Hier an der Dinette hat mir richtig gut gefallen. Man kann diesen Tisch hin und her schieben, sodass man genug Platz hat für die Beine. Man hat aber auch unter dieses richtig große Staufach für die Schuhe. Das fand ich richtig gut. Im Badezimmer
war ich auch erst skeptisch, weil es wirklich sehr klein ist, natürlich kompakt. Aber die haben das wirklich clever gelöst. Also dieses Klappwaschbecken, wo so groß ist, dass man wirklich immer das Waschbecken trifft, wenn man sich Zähne putzt. Und wenn man es nicht mehr braucht, dann klappt man es einfach weg. Die Dusche, die ist super angebracht an der Seite, sodass man genug Platz hatte. Auch nach oben hat man genug Platz. Durch das, dass man die Toilette ja nach hinten wegschieben kann, hat man auch hier in der Dusche genug Platz zur Verfügung gehabt. Also das war auch eigentlich top. Das Bad hat ja keine Badtür und auch keinen Vorhang. Man braucht es nicht, denn diese Trennwand für die Dusche reicht völlig aus. Mit dem Plexiglas hat man auch hier genug Sichtschutz. Beim Bett war ich tatsächlich erst skeptisch. Da habe ich gedacht, oh, so ein Lowbed im Wohnmobil, da liegt man doch immer oben. Man geht immer hoch und legt sich dann oben rein. Aber da muss ich sagen, dieses Lowbed bietet wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Man kann hier am Einstieg ganz normal sich hinsetzen. Das heißt, wenn man sogar Gäste hätte, mal, dass man vielleicht sogar mal zu viert hier drin wäre, dann könnte sich hier auch tatsächlich jemand hinsetzen. Man hat die Möglichkeit, das Bett auch als zusätzlichen gemütliches Sofa zu verwenden. Man kann aufrecht drin sitzen, um was zu lesen oder Filmchen anzugucken. Bei der Küchenzeile hat man wirklich genug Arbeitsfläche. Und da habe ich festgestellt, dass man tatsächlich hier mehr Arbeitsfläche hat wie manch anderer im richtig großen Wohnmobil. Durch diese ausklappbare Arbeitsplattenerweiterung hat man einfach viel, viel mehr Platz. Gut finde ich auch den großen Kühlschrank. Im Gesamten hat man in dem kompletten Wohnmobil extrem viel Stauraum. Das ist gigantisch hinter im Bett, auch diese großen Schränke, wo man alles unterkriegt. In der Küche, klar, das ist alles ein bisschen kleiner, aber wenn man sich dort gut organisiert, kriegt man auch hier wirklich alles unter. Top 4 USB-Steckdose. Was ich auch positiv erwähnen möchte, das habe ich in der Roomtour gar nicht erwähnt, in diesem Fahrzeug ist kein Platz vorgesehen für einen Mülleimer. Und ich fand es aber positiv und ich sage auch gern warum. In einem Modell hat man den Mülleimer unter der Sitzbank gehabt. Im anderen Modell hat man dann das umgeswitcht und hat es an der Küchenzeile unter integriert am Eingang. Somit hatte man aber hier weniger Platz in der Schublade. Der eine sagt, oh, so ein Scheiß, unter der Bank den Mülleimer, der ist da völlig daneben. Der andere sagt, ah, da unter der Küche ist auch blöd. Wie es ist, ist's nix. Aber ich fand's gut, ich habe nämlich unseren Mülleimer einfach mitgenommen und habe den dann unter der Dinette hingestellt. Wenn ich was gekocht habe, habe ich mir den vorgeholt und habe ihn da vorne hingestellt. Man kann den dann so positionieren, wie man eigentlich am besten braucht. Und das fand ich eigentlich top. Hätte ich gar nicht anders wollen. Ein weiterer Pluspunkt, das ist der Kofferraum. Der Kofferraum ist zwar echt klein, aber ich meine wirklich ausreichend. Ich denke da immer an uns. Mit unserem Malibu Van 600 dB, mit dem großen Kofferraum. Wir haben gar nicht mehr so viel da drin, weil wir es einfach nicht brauchen. Und ich glaube, man wird wirklich klarkommen mit dem kleineren Kofferraum. Und jetzt kommen wir mal zu den Dingen, wo ich eine ganz kleine Kritik äußern möchte. Das ist zum einen die Höhe der Küchenzeile. Wir haben hier 103 cm Höhe. Und als ich mit der Helena hier gekocht habe, für mich ging es so, aber für die Helena, und das hat sie auch gesagt, das wäre ihr zu hoch. Die Helena ist nicht so groß und die hätte da jetzt echt auch Probleme gehabt. Klar, es ist im Kühlschrank geschuldet, weil der halt eben so groß ist und der Vorteil ist halt, dass er viel Platz bietet. Das Schneidebrett an dem Waschbecken würde ich auf die linke Seite nehmen, damit ich links schneide kann und rechts noch diesen kleinen Spalt verwenden kann, um das Wasser zu betätigen. Im Bad die Beleuchtung. Die hat mir nicht ausgereicht. Also es war wirklich sehr dunkel. Man hat diese drei Leuchte zwar über dem Spiegelschrank. Ich habe dann meinen Schminkspiegel dabei, der hat so ein Rundlicht und habe das dann auch immer anmachen müssen. Das würde ich jetzt optimieren. Ja, und das waren tatsächlich schon meine Mini-Kritikpunkte. Alles in allem.
muss ich ehrlich sagen, ich habe mich noch nie so ungern von einem Fahrzeug getrennt. Und das wird mir heute tatsächlich das Herz zerreißen, wenn ich die Prinzessin wieder abgeben muss und die wird dann verkauft. Ich habe mich echt verliebt. Also das muss ich einfach sagen. Und ich habe mich wohlgefühlt und für mich hat hier alles gestimmt. Und jetzt so zum Schluss, wir haben ja ausprobiert, wie es ist, zu zweit hier drin zu sein. Das hat gut geklappt, ja, mit dem Kocher hat es gut geklappt, auch das Essen, das war alles gut. Ich würde aber auf Dauer, ist wirklich zu zweit zu klein, da muss man ehrlich sein. Und das Fahrzeug ist super zu zweit, wenn einer daheim bleibt. Muss man klar sagen, ich glaube, das ist ein Single-Fahrzeug. Ich hoffe, euch hat auch mein Ausflug wieder gefallen. Diesmal auch mit einer Fahrzeugvorstellung. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Iris von Iris und Uwes Womowelt. Ciao! Out here on the street, I'm losing my way. You've gotten to me, and that's my mistake. Some might say, I can't get too far without seeing your face. Oh. You gave me your heart and took it away. I'm going underground, going underground. Love and comes around, going underground.